Hallöchen, ihr Barnausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Quack and Sorcery. So, wir haben viel zu wenig Eisen, alles klar. Dann möchte ich gerne mal, dass ihr wieder Tränke mitnimmt. Wettbewerb jetzt nicht. Sauber weggeknallt, sehr gut. Der hat doch einen Buff, glaube ich, gerade, ne? Ich bin denn irgendwo sehen da? Ein Abenteuer. Weg Tafeln. Oh, ein Elite-Geistertrainer. Geistertrainer, meine Fresse. Krieger, meine ich. Mein Gott, du. Ja, sauber weggeschmiert. Weggetafelt. Oh, Ressourcen sind gut. Kiefer, Eisen und so. Fällt mir. Sau geil. Dann bauen wir hier. Wo ist das? Wo ist das? Und ich brauche eigentlich nur Kiefer dafür. Der dritte wäre geil, da oben langsam. Oh, die könntest eigentlich mal hier ein bisschen Baumwolle schon mal machen. Au. Brauchen wir denn dafür? Auf deine Bauanleitung Frostaxt. Wo denn? Achso, da. Rezept. Okay. Da sind Rezepte. Geil, da brauchst du 11 Baumwolle für. Ehrlich. Ja, von mir aus. Hier, hau rein. Warte mal. Hat schon was machen? Tun. Mach mal kurz da Dip nehmen für dich. Du was? Ach, kann er gar nicht, scheiße. Voll Level 5 brauchst du, ne? Du Ochse. Komme ich nicht hin. Gut. Was hat zum Leiden? Du was?
Geil, wenn als erstes direkt erstmal Elite kommt. Das ist immer das Geilste. Ich jemand anderes erstmal fetten Elite. Warte, 115 Gold geben. Immerhin. Wie viel Baumwolle für die Scheiße brauchen? Ja. 11 Baumwolle plus die ganzen Ballen, ey. Ohne Banditenarmbrust. Das ist doch schon mal geil, eine grüne. Sehr gut. Na gut, guck mal, kann er schon mal das Teil hier anziehen. Ja, ein Wettbewerb ist verfügbar. Habe ich gerade Kohle für. Was? Ja, 5 Kohle. Was? Gerne. Das ist was? Achso, du hast das. Besser einen Gegenstand herzustellen um 5%, das ist gut. Baumwolle pflücken ohne Ende, damit wir das Rezept kriegen, damit wir da weiterkommen, weil ich will den dritten Platz haben. Vor allem müssen wir sowieso noch den Stab für den bauen, noch den Rest der Rüstung. Baumwolle ist gut. 6 Baumwolle ist schon mal gut. Macht jetzt gut Schaden mit der Armbrust, ey. Ja, genau. Erstmal zweimal ausweichen, ist richtig. Heilende Blätter ist auch gut für unsere Heiltränke. Sagt er, benutzt er direkt ein. Neun Baumwolle. Sehr gut. Wir brauchen noch 4 von den Stoffdingern, ne? Von 10 Baumwolle jetzt. Auch noch 4 Stoffdinger. Weiter geht's. Wir müssen mehr Baumwolle haben.
Stück schon mal, das ist gut. Elegante Beinschienen. Rezept. Auch gut. Rezepte sind auch immer schön. Sehr gut. Kohle gemacht. So, wir haben jetzt... Moment. Drei fehlen noch. Sieht doch gut aus. Hast eine reine Ressource, Mann. So, da sollten wir jetzt eigentlich haben, oder? Nein, zu wenig Geld. Uncool. Achso, die Armbrust können wir noch verticken. Die brauchen wir nicht mehr. So. Haben wir. Bitte 5 Elite Ghouls. Was? Haben wir die Kacke jetzt abgegeben? Natürlich haben wir die Scheiße abgegeben. Geh mal da rein, bitte. Mal ausprobieren. Essen. Das ist die parasitäre Wespe, okay. Also droppen die wahrscheinlich den Stachel, den wir brauchen für die eine Quest. Geh ich mal stark von aus. Ja. Also doch. Ja, sauber weggeschmiert. Ja, gut. Aber dieses Cartoon, keine Ahnung, wo man das herkriegt. Okay, dann wissen wir schon mal, wo wir das Ektoplasma herkriegen. Oh. Glück. Da brauchen wir nämlich die elegante Plattenrüstung, brauchen wir dafür. Da brauche ich mal 2 Stück davon. Da könnte man die eleganten Beinschienen machen. Die haben 2. Ja, die haben Magieresistenz, okay. Noch einen zufälligen Effekt. Okay. Eisschaden. Das ist doch besser.
Oh, Stacheln und Stachelhaut. Jägerkappe. Stachelhaut. Und eine vergammelte Scheibe im Labor hergestellt. Brauchen wir infiziertes Fleisch, okay? Vom Spatenschwamm, okay. Okay, okay, okay. I see. Da ist doch was anderes hier. Ein Skelett. Das Skelett droppt. Oh wow. Stein der Reue, okay. Hm. Aua. So, dann haben wir den das auch fertig. Oh. Oh, was ist das? Level 7. Baut mal kurz wieder ein bisschen. Sieht bei dir aus? Dann kannst du auch wieder was machen. Sehr gut. Was? Nein. Braucht die Kohle gerade. Mal bitte. Mal kurz die drei Sachen, die kann ich auch verticken. Wir Level 7 haben, hallo? Das ist eine blaue Waffe. Ist was blau ist, Junge. Boah. Scheiß auf die Banditen abfusten. Easy. Was hat der denn jetzt gehabt? Der Deppenhemd hatte schon gehabt, ne? Und jetzt erstmal die Sachen. Weil Cartoon wird noch was dauern, glaube ich. Und da brauche ich noch. Da brauche ich noch flüchtige Essenzen. Krieg ich denn flüchtige Essenzen, ja? Das ist eine gute Frage, ja? Ich hatte den auf, ja? Ah. Okay. I see. Elegante Beinschienen. Dafür bräuchte ich halt die eleganten Dinger hier. Den weiten Barren. Ich habe jetzt ein Ektoplasma. Deswegen. Attacke! Was ist er denn? Ein Parasit. Oh, Rotz, weg war. Bumm. War der zweite Ektoplasma. Nice one. Und die hat Vampirismus. Vampirismus könnte sein, dass das so ein Lifestyle ist. Oh. Ein Feldzaubererhut. Rezept.
glaube, jetzt machen wir einen Denkabgang, oder? Ja, doch nicht. Sehr geil. Deswegen hauen wir wieder hier ein bisschen Dinger rüber. So. Weltzaubererhut. Ach, da wollte ich auch den ganzen Scheiß für. Bestattungstuch. Graustachel. Brauche ich eigentlich nur einen Wespenstachel für. Easy. Au. Ups. Da kriegst du ein infiziertes Fleisch von. Das hatte ich doch auch gerade irgendwo besucht. Den Schmuh. Das Ding halt wirklich, das ist gut. Das Vampirismus. Au. Wofür war denn das nochmal? Für irgendwas war das. Was aus dem Labor? Da, genau. Vergammelte Scheibe. Stattungstuch. Ein Graustachel, okay. Eleganten Beinchen brauche ich zwei Entweihte und zwei. Kriege ich hin? Und dann könnte ich theoretisch die eleganten Beinchen machen. Weil der hat nämlich nur normale. Bisschen Magieresistenz schadet ja nicht, ne? Eigentlich. Zwei Stück. Wann wir die Scheiße sind, dann werden die verkauft. Fertig. Was? Ah, hier. Danke. Er will 10. Alter. Tausendeinhundert. Mehr Ausdauer. So, reicht nicht. Ja, da braucht man 4 für. Schade. Und ein bisschen sammeln. Brauchen wir noch Stachel. Oder? Ja. Schon wieder die Folge schon wieder vorbei. Machen wir die Runde noch eben durch hier. Das ist halt 2 Stachel. Irgendwann wollte ich noch aufwerten für, mit dem Kiefer. Brauche ich, glaube ich, irgendwie 11 Stück oder so. Vogelscheuchenhemd, okay. Boah, hat den Rippe gerotzt. Erstmal Crit, erstmal wegrotzen. Ich
waren da mit den 11 Kiefern da? Ja, oder? Ne, 10. Das ist schon Labor 2. Wann da nochmal? Ich? Das ist schon nächste. Warst du das? Ne. Der muss ja dann da gewesen sein. Den brauche ich auch noch. Stimmt, da brauche ich die flüchtige Essenz noch. Deswegen muss ich den, glaube ich, auch upgraden. Komm, mach fertig. Ja. Oder auch nicht. Schön, wo kriege ich jetzt die scheiß flüchtige Essenz her? Kann vom Monster im Zauberwald gewonnen werden. Da? Okay. Sag ich mal. Ach, da ist er doch. Wow. So, so war's. Radieschen, danke. Ach, da brauche ich Kiefernbretter jetzt für. Na gut, ich würde aber sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, sonst einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal zu einer Runde Swag and Sorcery. Tschüssingen!